Rosanna Birne. Ist ein deutscher Tabak, seht ihr an den Warnhinweisen. Kostet 4,20 € die 50 Gramm OVP. Ja, ist schön gehalten. Eine Birne drauf. Auf der einen Seite steht Pier auf Englisch und auf der anderen Seite steht. Ich weiß nicht, ob man es hier lesen kann. Armut heißt wahrscheinlich Birne auf Türkisch. Nee, Armur, glaube ich. Nicht Armut. Amur. Ist ja auch egal, ich kann eh kein Türkisch. Kommen wir auch gleich zum Schnitt. Ich friemel das jetzt hier mal so ein bisschen im Sipper auf. Könnt ihr das sehen? Ist ein recht grober Schnitt. Erinnert mich sehr an Nagla. Der Tabak ist braun. Ich habe ihn vom Pinky. Vielen Dank für dich, an dich dafür. Hat ihn gut angefeuchtet. Ist nicht zu feucht, ist nicht zu trocken vom Geruch her. Ja, er riecht schon irgendwie nach Birne, aber ich finde, der hat so eine leicht alkoholische Note und so ein, wie soll ich sagen, so ein undefinierbaren Unterton. So ein bisschen, naja, muffig will ich nicht sagen, aber so ein bisschen komisch halt. Kommen wir gleich zum Rauch und zum Geschmack. Ach so, mein Setup. Ich rauche in meiner Shisham NG mit dem Tangias Tower halb voll, eine Lage Gastro-Alufolie, drei Trikots oben drauf und dem neuen Shisham Schlauch. Entschuldigung, ich muss jetzt nicht wegen dem Tabak husten, ich habe mich ein bisschen verschluckt. Ja, vom Rauch her ist er recht ordentlich, da kann man nicht meckern. Er braucht sehr lange zum Anrauchen. Ich rauche jetzt so ungefähr schon 20 Minuten. Hat also extrem lang mit Windschutz zum Anrauchen gebraucht, verträgt also gut Hitze. Ja, kommen wir zum Geschmack. Der Geschmack kommt dem Geruch schon sehr nah. Er schmeckt zwar schon nach Birne, aber wie ich finde, nicht so natürlich. Ich vergleiche ihn jetzt mal mit dem Tangiers Pier und da schneidet er nicht so gut ab. Also er schmeckt ein bisschen künstlich und hat für mich so eine leicht, ich will nicht sagen käsige Unternote, aber so einen komischen Beigeschmack, also von mir keine Kaufempfehlung, da er mir etwas zu künstlich schmeckt und eben diese leichte Unternote hat. Er ist mir jetzt auch nicht angebrannt oder so, das würde ich schmecken. Ja, er schmeckt mir nun einfach mal nicht, also von meiner Seite wie gesagt keine Kaufempfehlung. Er kriegt von mir aufgrund der guten Rauchentwicklung 5 von 5 Punkten. Ja, das war's zum Tabak. Ich blende euch jetzt noch drei Bilder ein, und zwar vom YouTube-User Rahman9100 oder 99100 oder 99100. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Er hat mir drei Bilder geschickt, die ihr jetzt seht. Finde ich ganz cool. Die Egelglas-Shisha gefällt mir persönlich sehr gut. Und ja, ist richtig gechillt am Rauchen in Jogginghosen mit schönen Hausschlappen. So gefällt mir das. Weiter so, Leute. Also, das war's nun ganz von mir. Bis dahin, haut rein, euer Gadu.